du lesen. Sieh mal, was er mir geschrieben hat. Und mitten im Chemieunterricht. Und, wirst du es tun? Nein. Vielleicht doch. Was ist mit dir? Haben du und denn Irene für euer einjähriges Jubiläum? Er wird mich wahrscheinlich zum Essen ausführen oder sowas. Das erhoffst du dir also. Was machst du jetzt? Fährst du nach Hause? Gleich. Vorher verabschiede ich mich noch von Mrs. Cohen. Aha, ihre Lieblingsschülerin. Wir sehen uns nach dem Training, ja? Okay. Bis dann. Mach's gut. Du hast ganz schön Glück. Ich weiß. Jamie, ich hatte gehofft, wir sehen uns noch, bevor ich gehe. Das ist für Sie. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ist nur ein bisschen was fürs Baby. Dieses Jahr haben Sie mir sehr geholfen. Jamie, du bist wirklich sehr gut. Deine Noten sind ausgezeichnet und wenn du weiter hart arbeitest und nicht nachlässt, kannst du dir jedes College aussuchen, das du möchtest. Auch Whittendale? Auch Whittendale. Was ist mit der neuen Lehrerin? Oh, Miss Madsen, mach dir darüber keine Sorgen. Ich habe gehört, sie ist klasse. Du magst sie ganz sicher. Schule hatte schon immer ein reichhaltiges Angebot an außerschulischen Aktivitäten. Musik, Schauspiel. Aber wem unser ganzer Stolz gilt, ist unser Baseballteam. Wir haben 8-mal in Folge die State Championships gewonnen. Wow. Das bedeutet nicht, dass diese Jungs eine Sonderbehandlung bekommen. Es wird von ihnen ein guter Notendurchschnitt erwartet. Falls nicht, werden sie aus dem Team ausgeschlossen. Also. Ich werde Ihnen heute noch eine Liste Ihrer Schüler als E-Mail zuschicken. Wenn sonst noch was ist. Nein, ich denke nicht. Na schön, gleich nochmal von vorn. Nicht so müde. Hey, Dad. Hallo, Jamie. Hallo, Schatz. Wie war die Schule? Ganz gut. Wie lief's bei Dads Vorstellungsgespräch? Nicht so gut. Kannst du mir einen Gefallen tun und ihm was zu essen machen? Ich muss jetzt zur Arbeit. Das heißt dann wohl, dass ich mein Handy nicht wieder so schnell zurückbekommen werde. Jamie, du weißt, wir würden dir das gerne gönnen, aber... Ich weiß, unsere Ausgaben müssen reduziert werden. Was ist das? Meine Bewerbung für Whittendale. Jamie, ich muss dir etwas sagen. Dein Vater und ich... Wir mussten was von deinem Geld fürs College für die Abzahlung des Hauses nehmen. Die Rate war seit 6 Monaten fällig und die Bank hat uns gedroht, das Haus wegzunehmen. Das glaube ich einfach nicht. Jamie, es tut mir so leid. Ich versuche wirklich alles. Ich habe diese beiden Jobs angenommen. Dein Vater hat keine Arbeit. Soll das bedeuten, dass ich nicht aufs College darf? Nein. Nein, nein, nein. Ich verspreche dir. Wir kriegen das Geld zurück. Und wie, Mom? Wohin gehst du? Zu Danny. Ich bin noch nicht so weit. Ich weiß. Aber versprich mir, wenn du so weit bist, lass mich derjenige sein. Ich verspreche es. In Ordnung. Klopfst du nicht? In meinem Haus muss ich nicht klopfen. Müsstet ihr zwei nicht lernen? Jeder für sich. Dann sehen wir uns morgen. Ist gut. Gute Nacht, Mrs. Kemper. Gute Nacht, Jamie.
Das war das dritte Mal diese Woche, dass sie hier war. Ja. Nun, vielleicht solltest du es in Betracht ziehen, dass ihr aufhört, euch zu treffen. Ihr feuert ihren Dad und jetzt soll ich auch noch mit ihr Schluss machen? Dein Vater hatte keine Wahl. Wir müssen Stellen abbauen. Danny, sieh mich an. Dein Vater und ich haben immer erwartet, dass du nach Stanford gehst. Aber sicher schaffst du es nicht auf eine anständige Universität, wenn du deine Tage damit verbringst, Baseball zu spielen oder Jamie Hall hinterher zu glotzen. Nein, du musst deine Noten verbessern. Und nichts weiter sollte jetzt wichtig sein. Klar? Ja. Kein Wunder, dass deine Mutter dich nicht wollte. Das ist eine Lüge. Nein, ist es nicht. Sag das nicht, Mami. Ich bin nicht deine Mami. Sie ist tot. Nein, sowas kannst du nicht sagen. Wer will schon so einen traurigen, hässlichen Freak wie dich? Halt die Klappe! Hey, wie läuft's? Hallo. Ich glaube, ich werde die Klasse doch nicht wechseln. Hör auf! Oh. Nur ein Scherz. Hey, Danny. Na, hi. Alter, alles hey. Klar? Guten Morgen zusammen. Mein Name ist Miss Madsen. Ich springe für Mrs. Cone ein für den Rest des Jahres. Nun, ich möchte nicht einfach so Ihren Unterricht durcheinander wirbeln, also machen wir da weiter, wo sie aufgehört hat. Also, ich hatte das Glück und konnte einen Blick auf einige eurer Lieblingsliteraturzitate werfen. Ich muss sagen, dass ich von einigen von ihnen wirklich fasziniert gewesen bin. Eines war von Trent Davis. Romeo, Romeo, warum bist du Romeo? Hey, Romeo. Na, Baby. Und Jamie Hall. Liebe fordert nie, sondern gibt nur. Jamie, wo... Oh. Gandhi, wenn ich mich nicht irre? Das ist zwar kein Literaturzitat, aber das macht nichts. Trotzdem schön. Wie wäre es hiermit? Wer niemals berührt wird von Liebe, wandert in Dunkelheit. Frei nach Platons Symposion, es zählt zu meinen Favoriten. Also, bevor ihr jetzt darüber stöhnt, womit ihr so eine böse Lehrerin verdient habt, ist hier ein Test, der noch von Mrs. Cone stammt. Bevor sie hier wegging. Ich befolge nur ihren Lehrplan. Außerdem solltet ihr das wissen. Ist ziemlich einfach, denke ich. Nimm dir eins und reich den Rest bitte weiter. Das hättest du sehen müssen. Dann sehen wir uns morgen. Danke. Bitte sehr. Danny? Kannst du kurz hier bleiben? Ja. Ich habe mit der Direktorin gesprochen und sie hat erwähnt, dass du, wenn du weiter im Team bleiben willst, mindestens einen Durchschnitt benötigst von 3,0. Wie sieht's da bei dir aus? Nicht so gut. Mhm. Also, das Team braucht seinen Captain. Und ich werde dir helfen, die Sache zu bewältigen. Und dahin zu kommen, wo du wirklich hin willst. Also, wieso treffen wir uns nicht nach der Schule? Ich verspreche, es dauert nicht lange. Ja, in Ordnung. Der Test war echt lächerlich. Gut, was ist eine Form des Konflikts? A, Mensch gegen Mensch. B, Mensch gegen sich selbst. C, beide Antworten. A. Lass mich dir eine Frage stellen. Hast du eine Freundin? Ja. In Ordnung, was ist, wenn du eine andere kennenlernst? Und sie haut dich völlig um.
Aber du liebst deine Freundin. Was genau geht denn in dir vor, in deinem Innern? Ein Konflikt? Ganz genau. Der Mensch kämpft selbst mit sich. Das sieht wirklich um einiges vielversprechender aus als der vorige Test. Ja. Danke, ehrlich gesagt sind Sie der erste Lehrer, der mir eine zweite Chance gibt. Oh. Sie sind wirklich cool. Danke, Danny. Das bedeutet mir wirklich eine Menge. Ja, danke nochmal. Habe ich gern gemacht. Hey, ich habe Donnerstag nach der Schule noch nichts vor. Wenn du noch etwas Nachhilfe benötigst, bald kommen die Zwischenprüfungen. Eigentlich feiern Jamie und ich Donnerstag unser Einjähriges. Oh, also hast du schon was vor. Wie wäre es damit? Wieso gibst du mir nicht deine Handynummer? Mhm. Und dann kann ich dir helfen, für deinen Aufsatz ein Thema zu finden. Ja, klar, cool. Vielen Dank. Jederzeit. So, bitte sehr. Vielen Dank. Und ich bin gleich wieder da und bringe ihm noch Tee. Dankeschön. Hallo? Lauren, ich bin's. Hey, Phil. Wie schlimm ist es? Sehr schlimm. Ich kann gerade nicht verschwinden, aber in meiner Pause sehe ich zu, was ich machen kann. Ja, gut. Danke. Ist dein Vater zu Hause? Nein, wieso? Phil hat angerufen. Er war mit deinem Vater in einer Bar und er hat sich über Mr. Campbell aufgeregt. Phil wollte ihn aufhalten, aber er hatte wohl ziemlich viel getrunken und ist verschwunden. Ich mache mir Sorgen, dass er zu den Campbells fährt. Okay, ich kümmere mich drum. Wie wäre es mit einem Baseball-Thema für deinen Aufsatz? Darf ich das? Wieso nicht? Natürlich mit meiner Hilfe. Sehr gern. Hey, Schweinchen! Was geht denn da vor? Der große böse Wolf ist gekommen, um dein Haus umzupusten. Ich muss los. Was machen Sie hier? Sie sind ja zu Hause, Brad. Natürlich bin ich zu Hause. Ich will nur reden. Dann mal los, reden Sie. Ich habe mich immer ins Zeug gelegt, Brad. 18 Jahre war ich für Sie da. 18 Jahre. Und wofür? Für nichts. Haben Sie schon mal was von Loyalität gehört? Dad, komm jetzt. Besser, Sie gehen nach Hause, Steven. Ich soll wohin? Nach Hause? In das Haus, das ich verlieren werde, weil meine 18 Jahre Arbeit für Ihre Firma nichts mehr bedeuten? Gwen, ruft die Polizei. Nein, bitte, ich bringe ihn nach Hause gleich jetzt, okay? Dad, komm bitte. Gehen wir. 18 Jahre und sehen Sie sich an. Wer stellt Sie noch ein? Sie müssen ihn doch nicht noch mehr erniedrigen. Komm jetzt. Thank you.
hast du getan? Was hast du getan? Er ist jetzt hässlich. Danke. Ehrlich gesagt sind Sie der erste Lehrer, der mir eine zweite Chance gibt. Sie sind wirklich cool. Wirklich ausgezeichnet. Das war sehr gut. Dankeschön. In Ordnung, das war gute Arbeit, Leute. Die meisten von euch haben das wirklich gut gemacht. Ich war sehr beeindruckt. Miss Madsen? Ja? Ich habe eine Frage. Das ist das erste Mal, dass ich eine 3 gekriegt habe in einem Fach. Und ich brauche dringend einen guten Durchschnitt für die Whittendale. Oh, Whittendale. Das ist beeindruckend. Mein Vater ist arbeitslos seit einem Jahr. Er ist auch egal. Ich will keine Sonderbehandlung bekommen. Ich will nur wissen, ob ich irgendwas tun kann. Hm. Kann ich das irgendwie ausgleichen? Vielleicht habe ich die Aufgabe falsch verstanden. Ganz und gar nicht. Ich meine, im Grunde war deine Antwort auf die Frage völlig richtig. Verstehst du, genau da liegt das Problem. Da war nichts Persönliches an deiner Arbeit, nichts, das den Namen von Jamie Hall trägt. Oh, das war mir nicht klar. Meine anderen Lehrer erwarten jede Menge Literaturhinweise und Fußnoten. Ich bin keine von deinen anderen Lehrern. Aber eine gemeine Lehrerin bin ich auch nicht. Ein Vorschlag. Wie wäre es, wenn du einen neuen Aufsatz schreibst? Bis morgen. Selbes Thema, nur dass darin etwas mehr Jamie steckt und ich benote dann diesen. Bis morgen? Ja. Ist das ein Problem? Nein, ich hatte nur schon was Wichtiges vor heute. Wie, wichtiger als das College? Dann sag ich das ab. Na, geht doch. Dann sehen wir uns morgen. Das habt ihr gut gemacht letztes Wochenende. Ja, na klar. Logisch. Das werden wir wiederholen, Jungs. Hey. Hallo. Hi, freust du dich auf heute Abend? Ehrlich gesagt, kann ich heute nicht. Wie meinst du das? Wir planen das schon seit Wochen. Das ist unser Jahrestag. Ich weiß. Ich schreibe meinen Aufsatz nochmal neu. Das ist doch nur eine 3. Aber das macht 10% meiner Endnote aus. So viel Glück wie du habe ich nicht. Meine Eltern haben nicht das Geld, um mich aufs College zu schicken. Ich kann nicht dorthin ohne Stipendium. Also ist mein Vater wieder schuld daran? Das habe ich nicht gesagt. Ich gehe jetzt. Hier. Alles Gute zum Jahrestag. Hey! Ihr habt ja leider verloren heute. Geht's dir gut? Ich habe gehört, dass Coach Brown ganz schön sauer werden kann, wenn er will. Ja, ganz besonders auf den Captain des Teams. Oh. Als Trost feierst du heute wenigstens deinen Jahrestag. Das würde ich, aber Jamie hat mich versetzt. Oh, stimmt, richtig. Entschuldige, ich wollte ihr nur eine zweite Chance geben. Nein, nein, ist schon gut. Hast du schon was anderes vor? Ich wollte vielleicht zu Trent. Ich weiß einen Weg, wie ich dich heute garantiert aufmuntern kann, wenn du willst. Ach ja? Wie denn? Hüpf rein. Dann zeige ich's dir. Mehr. Ich kann nicht weiter die Stellung halten, während du dich in Selbstmitleid badest und trinkst und die Kreditkartenrechnung in die Höhe treibst. Was soll ich denn bitte tun? 18 Jahre war ich im ingenieurwissenschaftlichen Bereich. Das darf ich nicht einfach weg. Weißt du was? Dein Problem ist, dass du mal rausgehen solltest, über deinen Schatten springst und selbstbewusst als Maler arbeitest. Ich bin selbstbewusst. Ich bin
Tag da draußen auf der Suche nach einer Arbeit. Auf der Suche nach Arbeit? Ich bin es leid, mir ständig deine Vorwürfe anzuhören. Hockst doch ständig vor deinem Laptop. Ich hab das so satt. Was ist das hier für ein Laden? Genau, was du denkst. Ein kleiner Laden in Chinatown. Ist das was Wichtiges? Nein, ist es nicht. Okay. Also, ich habe rausgefunden, was dir in jeder Lebenslage hilft. Ganz einfach. Es ist Bier. Und Glutamat, nur ganz wenig. Denken Sie, das ist in Ordnung? Es ist nur ein Bier. Ich werde es niemandem erzählen, wenn du es nicht tust. Also, was hattest du denn heute Abend so vor mit Jamie? Wolltet ihr heute essen gehen und auf dem Rücksitz Sex haben? Oh, was? Ich weiß, wie es ist, ein Teenager zu sein. Ist nicht leicht, das zu tun, solange man noch zu Hause bei seinen Eltern wohnt. Ja, richtig. Es ist wahrscheinlich für niemanden leicht, das zu tun. Hallo. Hey, Heather, hier ist Jamie. Hast du eine Ahnung, wo Danny ist? Ja, er wollte nach dem Spiel zur Tram kommen. Hey, ist Danny hier aufgetaucht? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Also, hier ist er nicht. Ist ja merkwürdig. Hör zu, wenn er doch noch erscheinen sollte, Sagst du ihm, er soll mich anrufen? Ja, sag ich ihm. Gut, danke. Okay, Danny. Hier, solltest du jemals noch etwas Nachhilfe brauchen? Hier ist meine Adresse. Meine Tür steht dir immer offen. Danke. Mhm. Oh, ich muss mein Telefon vergessen haben. Bin gleich zurück. Hässliches kleines Mädchen. Geht's Ihnen gut? Ich brauche nur etwas. Entschuldige. Da ist es ja. Ich sollte besser zurück zu meinem Auto. Gestern Abend habe ich dich noch angerufen. Wo warst du? Oh, ich war noch bei Trent nach dem Spiel. Hey, Danny! Was geht, Mann? Hey! Heute Abend ist eine fette Party. Seid ihr auch da? Ich weiß nicht. Wo ist die denn? Bei Gil. Seine Eltern sind für ein Wochenende in Tahoe. Cool, ich bin da. Und du, Jamie? Sie muss heute wahrscheinlich noch lernen. Nein, ich werde hingehen. Hey, hört sich nach einer richtigen Party an. Also mach's gut, wir sehen uns. Danny! Hey! Hey, Leute! Alles gut? Sicher doch. Gesagt, ich komme noch. Hör zu, tut mir leid wegen unseres Jahrestags. Und ich will das wieder gut machen. Komm mit. Thank you.
Danny, hör auf. Ich sagte, hör auf! Vergiss es. Hast du Ahnung von Autos? Klar. Kannst du mir bei meinem helfen? Bin in 10 Minuten da. Hey. Hey! Weißt du, wo Danny ist? Nein, keine Ahnung. Ist zwischen euch alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Weißt du, ich habe rausgefunden, wenn man gerade Ärger mit Jungs hat, ist der beste Weg, darüber wegzukommen, ein bisschen Spaß zu haben. Darauf trinken wir. Also, mal sehen. Mal sehen. Oh, es ist Ihre Batterie. Aha. Hier ist der Negativpol der Batterie. Und das gehört hierhin. Oh nein, sieh doch nur, deine Hände sind ganz dreckig. Oh. Das macht nichts. Komm ruhig rein, dann werde ich sie dir sauber machen. Der Film, den ich sehen wollte, hat sowieso schon angefangen. Was soll's, das mache ich gern. Komm schon. Okay. Haben Sie mit dem Auto oft Schwierigkeiten? Naja, mein Auto ist 10 Jahre alt. Was denkst du denn? Hier. Wenn Sie einen guten Mechaniker brauchen, ich kenne einen. Gino und Tonys Autowerkstatt. Die nehmen nur Bargeld, aber machen gute Arbeit. Ist das so ein Autoschieberladen? Sowas in der Richtung. Ich weiß nicht, ob das gerade so viel bringt. Was denkst du? Entschuldigung, ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Nein, nein, schon gut. Du bist 18. Du kannst tun, was du willst. Mit wem du auch immer willst. Wo bist du gewesen? Oh Gott, Jamie, was machst du hier mitten in der Nacht? Und woher kommst du gerade, bitteschön? Hast du was getrunken? Tu nicht so, als würde es um mich gehen. Du hast dich mit irgendjemandem getroffen. Ich war... Wer ist sie? Ich war allein unterwegs. Lügner! Warst du auch bei ihr, als du angeblich bei Trent warst? Sag's mir, Danny. Sag mir, wer sie ist! Hey, 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 was ist hier los? Bist du betrunken? Wieso redest du nicht mit mir?
Bitte, Danny, geh ins Haus und ruf ihr ein Taxi. Los, geh. Du weißt schon, dass du sehr verantwortlich... Jamie, wo willst du hin? Jamie Hall, du steigst nicht in dein Auto und... Jamie! Du fährst nicht mit ihr, hey, du fährst nicht mit Jamie, ihr! Komm schon. Nein, nicht, was soll das? Jamie, fahr nicht weg! Was? Okay, gut. Danke, Gwen. Jamie? Wo bist du gewesen? Ich war ganz krank vor Sorge. Ich war auf einer Party. Ich habe gerade mit der Mutter von Danny telefoniert. Sie hat gesagt, du hättest was getrunken. Ich hatte vielleicht einen Drink. Einen? Jamie, du bist 18. Du solltest überhaupt nicht trinken und dann fährst du auch noch? Was ist los mit dir? Hey, Mom! Kannst du mich nicht in Ruhe lassen, wie du es sonst immer tust? Heute fangen wir mit den Vorbereitungen für eure Zwischenprüfungen an. Mike, hör auf zu reden. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Also los, auf geht's. Fangen wir an. Ich glaub's nicht. Sie hat mir eine 3 gegeben. Ich habe genau getan, was sie verlangt hat. Ich habe die ganze Arbeit neu geschrieben. Das ist, als hätte sie was gegen mich. Du solltest noch mal mit ihr reden. Sieh doch, da ist er. Redest du mit ihm? Nein. Hast du ihn seit der Party gesehen? Nein, ich habe versucht, ihn anzurufen, aber er ist nicht rangegangen. Und du bist sicher, dass er dich betrügt und nicht einfach nur, weil er seine Ruhe will? Heather, er hat mich angelogen. Ich bin überzeugt, dass er was zu verbergen hat. Ich weiß nicht. Ich hole mir jetzt noch einen Frappuccino. Kommst du mit? Später vielleicht. Na gut. Ich glaub's nicht. Coach Brown hat wirklich gedroht, dass er mich aus dem Team wirft. Oh, nur keine Sorge. Ich bin sicher, er macht nur ein bisschen Dampf, damit du dich mehr ins Zeug legst, um deine Noten zu verbessern. Mit meiner Hilfe wird das nicht schwer sein. Dann noch die Note deiner Zwischenprüfung, die du garantiert mit Bravour bestehen wirst. Nichts kann dir passieren. Wenn du weiter im Team bleiben willst, benötigst du einen Notendurchschnitt von mindestens 3,0. Wieso treffen wir uns nicht nach der Schule? Das war sehr gut. Schaffe, an der Stanford angenommen zu werden, sind meine Eltern bestimmt enttäuscht. Willst du denn dorthin? Natürlich, ja. Ich meine, es ist eine tolle Universität. Ich weiß nur nicht, wie ich das hinkriegen soll. Mein Vater war immer so erfolgreich, egal was er auch getan hat. Wahrscheinlich denkt er, dass das bei mir genauso ist. Manchmal bringen unsere Eltern uns dazu, Dinge zu tun, von denen wir das Gefühl haben, wir müssen sie tun. War das bei deinen Eltern so? Ich habe meine Eltern nicht kennengelernt. Ich hatte eine Pflegemutter. Eine sehr spezielle. Sie war die einzige Mutter, die ich kannte. Schlimm, dass sie schon gestorben ist. Auf so furchtbare Weise. Sie war selbst schuld an ihrem Tod. Was hast du getan? Hat sie sich umgebracht? Mhm. Insulinüberdosis. Sie war Diabetikerin und sie hatte anscheinend zu viel Insulin genommen. Furchtbarer und schwerer Fehler. Ja, das sieht gut aus. Ich denke, es wird es gehen. Ich war mit allem wirklich sehr zufrieden.
hatte viel Spaß. Danke fürs Lernen letzte Nacht. An wen schreibst du da? An Trent. Was ist? Gar nichts. Ich denke, ich bin einfach gestresst von der Schule und so. Miss Merzen. Aus irgendeinem Grund ist sie besonders streng zu mir. Wie meinst du das? Sie gibt mir schlechte Noten, obwohl die Arbeit gut ist. Ich meine, wieso tut sie das? Woher soll ich das wissen? Hör zu, ich... Warte, Danny. Können wir reden? Entschuldige, ich habe noch was zu erledigen. Und was? Nur so ein paar Sachen für meine Mom. Können wir später reden? Vermisst? Red nicht so Quatsch, ist doch gar nicht so lange her. Kriegt Jamie absichtlich schlechte Noten von dir? Was erzählt sie dir denn? Nichts, gar nichts, ich frag nur so. Dieses Dummchen. Sie ist einfach paranoid. Verflucht. Oh, warte, warte. Ich sorge dafür, dass sie es niemandem erzählt. Ich muss los. Jamie, bitte. Wieso tust du sowas? Es ist nicht so, wie du denkst. Ist das dein Ernst? Ich hab euch doch genau gesehen, Danny. Du machst viel zu viel Theater. Du hast Sex mit unserer Lehrerin! Jamie, hör zu. Du weißt, wie streng mein Vater immer ist. Er bringt mich um, wenn er davon was mitkriegt. Dann hört er auf, mich zu unterstützen. Miss Merzen ist gerade dabei, mich durch den Literaturkurs fallen zu lassen, während ihr zwei es miteinander treibt. Und dann erwartest du, dass ich dich auch noch in Schutz nehme? Das habe ich nicht gewollt. Aber so ist es. Nein, bitte. Ich werde mich darum kümmern. Ich verspreche es dir. Nur erzähl bitte keinem davon. Jamie? Ist alles in Ordnung? Danny? Ja. Ja, Mrs. Hall, es ist alles in Ordnung.
Jamie? Was ist mit dir und Danny? Du hast doch gehört, was er gesagt hat. Alles in Ordnung. So sieht das aber nicht aus. Hör mal, tut mir leid, dass ich so wenig Zeit für dich hatte, aber ich bin für dich da. Es ist alles in Ordnung, Mom. Alles in Ordnung zwischen uns? Er meldet sich nicht. Du fehlst mir. Ruf mich so schnell wie möglich an. Ignorierst du mich? Antworte! Wer will schon so ein hässliches Kind wie dich? Halt die Klappe! Er gehört mir! Jamie? Jamie, hast du einen Moment Zeit? Ich habe mir die Arbeit, die du nur schreiben musstest, nochmal angesehen. Und auch wenn bei mir so etwas äußerst selten ist, muss ich doch zugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Wenn Sie denken, dass Sie auf diese Weise einfach so davonkommen, liegen Sie falsch. Was? Hey! Und? Wie lief deine Überwachung? Hast du ihn bei irgendwas erwischt? Nein. Nein, habe ich nicht. Siehst du, hab ich dir doch gesagt, Danny ist nicht der Typ, der fremd geht. Jetzt weißt du's. Ich muss gehen. Ich wollte ja nichts sagen, aber Jamies Verhalten ist in letzter Zeit etwas respektlos. Inwiefern? Naja, sie wurde sehr wütend neulich, als ich ihr eine schlechte Note für ihre Arbeit gegeben habe. Und ist regelrecht davongerauscht. Soll ich mit ihr reden? Nein, nein, ich hab schon alles im Griff. Sie sollten einfach nur darüber Bescheid wissen. Mhm. Sie hat es gerade nicht leicht. Es gibt wohl eine Menge Probleme in ihrer Familie. Ich will sie einfach nur unterstützen, für sie da sein. Sie ist eine unserer besten Schülerinnen. Ja, das ist sie ganz sicher. Also sagen Sie es mir, wenn Sie etwas brauchen sollten. Das werde ich. Sie leisten wirklich gute Arbeit, Molly. Nur weiter so. Danke, Mrs. Jenkins. Jamie! Wie geht's dir? Miss Madsen hat mir eine 1 gegeben. Dass sie mich schlecht benotet hat, war absichtlich. Tut mir leid. Das meine ich ernst. Danke, dass du nichts gesagt hast. Ich werde die Sache beenden. Heute Abend. Wirklich? Ich schwör's. Meine Eltern werden heute ausgehen. Komm doch vorbei und dann können wir noch reden. Okay, ja. Mich im Bellevue Park. Aber natürlich, er will mich immer noch. Oh. Sieh dich nur an. Wer will einen traurigen kleinen Freak wie dich? Hässlich. Ein Freak. Freak! Also, bis später dann. Warte, nicht so schnell. Wohin gehst du? Ich treffe mich mit Jamie. In ein paar Wochen sind Zwischenprüfungen. Du musst lernen. Ich habe noch was zu erledigen, okay? Ich bin bald zurück. Was gibt es denn, das du noch erledigen musst? Gar nichts. Danny, du und Jamie, trennt ihr euch beide?
Hi. Netter Treffpunkt. Dunkel, nicht viel los. Was schwebt dir denn vor? Die Rückbank vielleicht? Okay. Was hast du? Ich finde es nicht gut, wie du Jamie behandelst. Ich habe ihr eine Eins gegeben. Ist sie noch pissig auf mich? Nein, sie ist nicht piss. Darum geht's überhaupt nicht, Molly. Es geht um das hier. Ich kann so nicht. Warte. Hat sie mit dir geredet? Das hat sie, oder? Sie versucht dir Angst einzujagen. Es gibt nichts, wovor du Angst haben musst. Sie wird es niemandem erzählen. Sie hat keine Beweise. Und wir werden einfach alles leugnen. Hör auf! Ich muss jetzt gehen. Wohin willst du denn? Ich will zu Jamie. Wieso? Weil sie mich braucht. Was gibt es denn, das sie dir geben kann? Wir beide wissen doch genau, dass sie sich dir nicht hingeben wird. Ach, das reicht jetzt. Ich weiß, dass du mich willst. Will ich nicht? Stopp! Hör auf damit! Ich will dich nicht mehr. Doch, willst du? Hör auf! Du bist so ein Freak. Danny? Danny?
Hallo, Süße. Was machst du denn hier draußen? Gar nichts. Ich dachte, ich hätte was gehört. Hm. Ich weiß nur. Alles in Ordnung? Ja. Ich wollte dich nicht erschrecken. Hast du aber. Entschuldigung. Hast du schon was gegessen? Nein, noch nicht. Mal sehen, was wir da haben. Außer, weil kann ich noch eine Karte für die 8 Uhr Vorstellung haben? Na klar. Vielen Dank. Danny! Was willst du zum Frühstück? Danny! Ich werde jetzt reinkommen. Gino und Tonis Autowerkstatt. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hallo, hi. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Können Sie das reparieren? Wie ist das passiert? Waren Sie gerade unterwegs, um ein paar Schuhe zu kaufen? Ist das wichtig, wie es passiert ist? Ganz ruhig. Ich bin nicht Ihr Ehemann, Lady. Na schön. Ist hier irgendjemand, mit dem ich reden kann? Jemand, der mehr qualifiziert ist? Mehr qualifiziert als ich geht nicht. Carla, geh, pump ein paar Reifen auf. Was kann ich für Sie tun? Wie schnell können Sie das reparieren? Hier ist Blut dran. Was? Was ist passiert? Nein. Ich habe ein Reh angefahren. Wie schnell kriegen Sie das hin? Wenn es schnell gehen soll, kostet das extra. Ich gebe Ihnen, was Sie verlangen, unter der Voraussetzung, dass Sie auch diskret sind. Und eine Rechnung brauche ich nicht. Diskretion kostet Sie auch extra. Wie viel? Ein Teenager, 18 Jahre, ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Wow, das ist ja ungewöhnlich. Ja, sein Name ist Danny Campbell. Der Name seines Vaters ist Brad Campbell. Angeblich ist er ganz dick mit dem Bürgermeister befreundet. Die haben gerade angerufen. Wir sollen der Sache sofort nachgehen. Verstehe, der Sohn reicher Eltern soll zum Abendessen wieder zu Hause sein. Wurde ja. Die Handyortung veranlasst? Vor 20 Minuten. Sehr gut. Na dann los. Gut, ich fahre. Hey, hier ist Danny. Hinterlass eine Nachricht. Ich rufe zurück. Wie lange dauert es, bis der alte Kühlergrill weg ist? Der Abfalllaster kommt am Montag. Und was dann? Alles kommt auf eine Müllhalde in Fontana. Für immer verschwunden. Das sollte er auch für 2000 Dollar. Keine Sorge. Ihr kleines Geheimnis ist bei mir sicher. Genau wie Ihres. Gut, da haben wir es. Eine Textnachricht, die verschickt wurde um 19.21 Uhr an eine unbekannte Nummer. Na, fantastisch. Hier steht, triff mich im Bellevue Park. Eine Liebesgeschichte. Klasse. Ja. Hier ist Peters. Ich brauche ein Team im Bellevue Park. Ist gut. Gehen wir. Gut, vielen Dank.
Da hat jemand nicht mal versucht, ihn oder sein Auto zu verstecken. Ja, die hatten es ganz schön eilig, hier abzuhauen. Was sagt die Forensik? Ehrlich gesagt, nicht sehr viel. Aber wer das getan hat, ist ein ziemlich kranker Mistkerl. Sieh dir den armen Jungen mal an. Soll ich es der Familie sagen? Nein. Nein, ich mach das schon. Oh mein Gott. Ja, wir werden gleich da sein. Danke. Ich bin fertig mit meinen Hausaufgaben. Was ist denn los? Schatz, setz dich hin. Ich habe mit Detective Allen von der Polizei gesprochen. Sie sind bei Danny zu Hause. Zu Hause bei Danny? Wieso? Naja, sie haben nichts Genaues gesagt, aber wir sollen nachher zu ihnen aufs Revier kommen. Sag mir einfach, was passiert ist. Schatz, Danny ist tot. Was? Sie haben seine Leiche gefunden im Bellevue Park. Was hast du mit ihm gemacht? Entschuldigen Sie mal. Danny hat gestern Abend gesagt, dass er sich mit dir trifft. Warst du betrunken? Warst du so wütend auf ihn, dass er mit dir Schluss macht, dass du ihn einfach mit deinem Auto überfahren hast? Ist es das, was du getan hast? Haben Sie auf diese Weise Ihre Tochter erzogen? Wieso bin ich nicht überfahren? Beruhigen Sie sich. Kommen Sie, beruhigen Sie sich. Hören Sie, ich bin Detective Allen, das ist Detective Peters. Wir beide haben vorhin telefoniert. Würden Sie bitte mitkommen, wenn es Ihnen nichts ausmacht? Ja, wenn Sie bitte Platz nehmen würden, dann lasse ich Ihnen ein Glas Wasser bringen. Gleich hier drüben. Es dauert nicht lange, ja? Jamie, wann hast du Danny Campbell das letzte Mal gesehen? In der Schule. So gegen 3. Hast du mit ihm gesprochen? Ja. Was hat er gesagt? Er sagte, er will noch vorbeikommen. Doch er ist nicht aufgetaucht. Und das ist alles? Er sagte auch noch, dass er sich vorher noch um etwas kümmern muss. Worum ging's da? Ist gut, Schatz. Red weiter. Er sagte, er will mit seiner Freundin Schluss machen. Jamie, ich hab gedacht, du warst seine Freundin. Er traf sich noch mit einer anderen. Weißt du vielleicht, wer das war? Unsere Lehrerin. Miss Madsen. Was? Jamie, hast du irgendeinen Beweis dafür? Er hat's mir erzählt. Und ich hab die beiden gesehen. Gut, und wo? Bei ihr zu Hause. Und Sie beide haben davon nichts gewusst? Nein. Nein. Hey, Jamie, du hast also nie was erwähnt vor deiner Familie? Vor deinen Eltern oder Lehrern von der Highschool? Nein. Wieso nicht? Er hat mich gebeten, das nicht zu tun. Einfach schrecklich. Ich weiß nicht, was... Ich glaube das einfach nicht. Miss Madsen, Ihre Beziehung zu Danny Campbell war also in keinster Weise unangemessen? Oh nein, absolut nicht. Ich würde niemals etwas tun, das die Kinder verletzen könnte. Ach, schon allein der Gedanke daran ist so abscheulich. Und wieso erhebt Jamie Hall diese Anschuldigungen gegen Sie? Ich weiß es nicht. Sie ist eine meiner besten Schülerinnen. Allerdings würde ich sagen, dass sich ihr Verhalten schon sehr geändert hat in den letzten paar Wochen. Inwiefern? Sie wurde mir gegenüber aggressiver, von Tag zu Tag. Wir hatten eine Auseinandersetzung vor ein paar Tagen. Ist gar nicht lange her. Fahren Sie fort. Ich gab ihr eine schlechte Note für einen Aufsatz und sie hat mich gewissermaßen bedroht. Sie sagte sowas wie, damit kommen Sie niemals davon, ich... Und haben Sie mit irgendjemandem darüber gesprochen? Doch, natürlich, mit Direktorin Jenkins. Doch wir entschieden uns aber, nichts zu unternehmen. Deswegen, wissen Sie, wir... dachten, es wäre der Stress. Sie hat familiäre Probleme. Ihr Vater ist gerade arbeitslos. Danny... Miss Madsen, wären Sie so nett, uns etwas von den Problemen zu berichten, die Sie mit Danny hatte? Oh, ich weiß nicht. Ich meine, ich beachte diese ganzen... diese Teenager-Dramen, die sich abspielen an unserer Highschool, nicht so genau.
Allerdings bekam ich mit, dass Jamie Danny den Vorwurf machte, dass er würde ein Verhältnis haben mit einer anderen. Wer hätte geahnt, dass ich gemeint war? Oh, fast hätte ich es vergessen, Miss Madsen. Wo waren Sie Freitagabend zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr? Freitag, da war ich im Kino. Ach ja? Was lief denn? Ich habe Blackberry Winter gesehen, wenn ich ehrlich bin. Das war drüben im Broadway Palace in der Innenstadt. Ich liebe diese alten Kinos. Sie haben nicht zufällig noch die Eintrittskarte? Ich weiß es nicht genau, möglicherweise schon. Ja, Blackberry Winter. Hier steht's. Und die Uhrzeit ist auch drauf. Ja, 20 Uhr. Tatsächlich. Okay, also ein bisschen merkwürdig hat sie sich schon verhalten. Danny war etwas abweisend zu ihr, aber sie dachte gleich, dass er sie betrügen würde oder so. Und, hat er? Nein, nicht, dass ich wüsste. Einmal ist sie ihm sogar bis nach Hause gefolgt. Ich sagte ihr, das wäre verrückt und ich hatte recht. Sie hat ihn nicht mit einer anderen gesehen. Sie gab also zu, dass sie ihn nicht mit einer anderen erwischt hat. Ja. Wie bezeichnest du denn ihre Stimmung an diesem Tag in der Schule, als Danny starb? Ich fand, sie sah irgendwie sehr wütend aus. Ich sage nur, dass ich einfach nicht glaube, dass er mit seiner Lehrerin geschlafen hat. Nun, da steht Jamies Wort gegen Mollys. Aber wir wissen, dass Jamie sauer auf Molly war wegen der schlechten Benotung. Gut, also wo stehen wir? Der Schlüssel zu diesem Fall ist das Prepaid-Handy, richtig? Richtig. Wenn wir rausfinden, wem Danny die Nachricht geschickt hat, haben wir unseren Mörder. Ich schlage vor, wir fangen mit Jamie an. Sie ist die Einzige mit einem Motiv. Und die Einzige, die kein Alibi hat für die Zeit zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr an dem Abend des Mordes, stimmt's? Stimmt. Denkst du, das reicht? Ja, gerade so. Gut. Veranlasst du alles? Ja. Ryan hier? Ich brauche einen Durchsuchungsbeschluss. Welches Haus? Das der Halls. Schön, Sie wiederzusehen. Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss. Was? Ja. Nein, Sie können hier nicht so einfach reinplatzen und mein Haus durchsuchen. Jamie hat nichts getan und sie war äußerst kooperativ und sie hat Ihnen alles gesagt, was sie weiß. Ja. Mom, was ist hier los? Die Detectives haben einen Durchsuchungsbeschluss. Wieso? Genau das würde ich auch gern wissen. In Ordnung, jetzt beruhigen Sie sich. Das gehört zu unseren Ermittlungen. Und wenn du uns die Wahrheit sagst, sind wir hier ganz schnell raus. Und es wäre sehr hilfreich, wenn du uns dein Handy geben würdest. Ich hab keins. Ja, richtig. Vor ein paar Monaten haben wir es hier weggenommen. Aha. Ich sehe mir das Auto an. Gute Entschuldigen Idee. Sie bitte. Ich durchsuche das Wohnzimmer. Jamie. Was? Hast du uns auch alles gesagt, was Mom, du ich hab keine Ahnung, was los ist. Hört mal, ich rufe unseren Anwalt an. Hier, sehen Sie sich das an. Ja, was haben Sie? Sehen Sie? Genau hier. Ken? Ja? Das musst du dir ansehen. Darf ich mal? Was gibt's? Sieh dir mal die Stoßstange an. Das ist doch dein Auto, nicht wahr, Jamie? Ja. Sieht aus wie getrocknetes Blut da an deiner Stoßstange. Keine Ahnung, wie es da hingelangt ist. Jamie, was ist passiert? Was ist das? Hast du irgendwas angefahren? Nein. Ken. Ja? Ich habe das vorher nicht gesehen. Wo war das? Jamie, hast du ein Handy gekauft? Nein, habe ich nicht. Das ist nicht meins. Triff mich im Bellevue Park. Wir haben, was wir brauchen. Was geht hier vor? Einpacken. Du bist Moment mal, was machen Sie da? Zu schweigen. Warten Sie, Detective. Mom? Alles, was du sagst. Mom, warten Sie nicht so schnell. Das Jamie, können Sie doch nicht machen. Du musst dir keine Sorgen machen. Das Recht auf einen Jamie, Mann. Alles wird gut. Wenn du dir keinen Anwalt leisten, wir werden uns um alles kümmern. Wir treffen uns dort. Mom, ich verspreche dir, ich werde mich um alles kümmern. Jamie, versprochen, ich kümmere mich darum. Jamie! Mom! Jamie! Gut. Schlaf ein bisschen. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Was Verrücktes. Das ist alles so unfassbar wirklich. Ich weiß, das sieht aus. Da ist er. Wie geht es ihr? Es geht ihr gut. Sie werden sie über Nacht hier behalten, bis zur Kautionsverhandlung. Und wird sie denn hier auch sicher sein? Sie kommt in eine Einzelzelle. Es gibt keinen Kontakt mit den anderen Insassen. Dafür habe ich gesorgt. Können wir sie morgen rausholen? Nun, die Staatsanwaltschaft hat gute Karten. Das Blut, das auf der Stoßstange von Jamie war, wurde eindeutig als das von Danny identifiziert. Oh mein Gott. Könnte es nicht platziert worden sein, genau wie das Telefon? Ja. Und das sind auch die Argumente, die ich morgen vortragen werde. Genau wie die Tatsache, dass sie eine sehr gute Schülerin ist, ohne Vorstrafen. Die Chancen stehen gut, dass das Gericht unserem Antrag stattgibt. Dann, wie viel kostet uns das alles? Für Totschlag verlangt das Gericht 100.000.
Also werden Sie 50.000 für die Kautionskosten benötigen. Okay? Okay. Danke, Carl. Entschuldige die späte Störung. Schon gut. Aber du weißt, worum es geht. Ja. Also, dann sehen wir uns morgen früh. Mach's gut. Ich weiß das zu schätzen. Bis dann. Und wie sieht's aus? Gott sei Dank gibt's meinen Bruder. Mit dem von ihm, dem meiner Eltern und dem, was wir über unsere Kreditkarten kriegen können, denke ich, kommen wir auf die 50.000. Die 18-jährige Jenny Hall wurde im Zusammenhang mit einem tödlichen Unfall und Fahrerflucht festgenommen. Bei dem Opfer handelt es sich um ihren Freund Danny Campbell. Und während die Polizei sehr wenig über die Anklagepunkte verlautbaren lässt, wissen wir wenigstens, dass die Kautionsverhandlung morgen um 11 Uhr stattfinden wird. Wir werden natürlich für eine Live-Berichterstattung vor Ort sein. Das war's von der Wilfred High School. Ich bin Rick Chambers. Zurück ins Studio. Seht euch das an. Ich fühle mich wie ein angeketteter Hund. Tja, also laut Don können wir froh sein, dass der Richter dich überhaupt hat gehen lassen. Da ist das ein kleiner Preis, den du bezahlst. Und ich darf das Haus nicht verlassen? Gar nicht? Nicht bis zur Verhandlung. Aber das könnte Monate dauern. Deine Mutter und ich tun alles, um dich da rauszuholen. Haben die Miss Madsen befragt? Anscheinend ja. Und? Sie hat ein Alibi. Was? Sie lügt! Danny hat mir gesagt, dass er sie noch treffen wollte. Sie hat ihn getötet! Schatz, wir glauben dir, nur die Polizei hat nichts, das sie und den Mord in Verbindung bringt. Haben Sie sich Ihr Auto angesehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind hier im Auto Beweise für das alles. Und wenn die Polizei nicht nachsieht, dann sollten wir das selbst machen. Schön. Miss Madsen? Ja, kann ich Ihnen helfen? Ich bin Lauren Hall, Jamies Mutter. Oh. Sind Sie hier, um Ihre Hausaufgaben abzuholen? Sowas Ähnliches. Wie geht's ihr denn? Nicht so gut, sie war im Gefängnis für eine Nacht. Ich habe davon gehört. Es tut mir so leid. Miss Madsen. Mhm. Jemand versucht meiner Tochter den Mord in die Schuhe zu schieben. Wirklich? Wer könnte so etwas tun? Ich weiß es nicht. Vielleicht Sie? Mrs. Hall, das verärgert mich jetzt. Die Polizei hat in diesem Fall ermittelt und ich wurde vollkommen entlastet. Sie hat sie gesehen mit Danny. Sie sind Ihre Mutter, natürlich glauben Sie ihr, aber ich versichere Ihnen, dass das alles nur Ihrer Fantasie entspringt. Wissen Sie, ich habe Jamie Ihre Anschuldigung nie übel genommen, auch nicht nachdem Danny mir von den Problemen zwischen den beiden erzählte. Und wissen Sie wieso? Weil ich über diese Art von Liebe Bescheid weiß. Junge Liebe, und die sorgt dafür, dass Menschen Dinge tun und sagen, die völlig verrückt sind. Und das hat Danny Ihnen anvertraut? Nein. Er suchte jemanden, mit dem er reden konnte. Und da hatte er das große Glück, dass Sie da waren. Oder war es tatsächlich Glück? Schön. Mrs. Hall, ich habe jetzt gleich noch eine Lehrerkonferenz. Also ich mache alles fertig, dann können Sie Ihre Hausaufgaben morgen abholen. Noch einen schönen Tag. Danke, bis dann. Okay.
Sind Sie Gino? Ja. Vielleicht können Sie mir helfen. Hat jemand ein Auto hergebracht? Irgendwann diese Woche? Und zwar einen silbernen Jeep mit der Nummer 4D0Q678? Nein, das sagt mir nichts. Sind Sie sicher? Eine Frau, dunkle Haare, attraktiv? Möglicherweise hatte der Wagen einen Schaden an der Stoßstange. Daran kann ich mich nicht erinnern. Hören Sie, meine Tochter geht vielleicht ins Gefängnis für eine Tat, die sie nicht begangen hat. Es sei denn, ich beweise, dass sie es nicht war. Und ich bin sicher, Sie haben hier dafür den Beweis, dass Sie... Ich brauche hier keine Bullen, die rumschnüffeln, verstanden? Es ist, wie ich sagte, ich erinnere mich nicht. Dünne Braut mit pinkfarbenen Lippen kam hier mit einem kaputten Kühlergrill. Und haben Sie den noch hier? Nicht mehr. Der ist im Müll gelandet vor 3 Tagen. Ist das wahr? Hat die echt jemanden umgefahren? Einen jungen Mann. Meine Tochter wird jetzt dafür angeklagt. Sind Sie sicher, dass Sie mir nicht helfen können? Können Sie nicht mit der Polizei reden und sagen, was Sie wissen? Wenn ich was sage, dann verliere ich meinen Job. Sie sind nicht die Einzige mit Familie. Der Besitzer, Gino, der wollte nicht darüber reden. Aber seine Mechanikerin, sie hat mir alles erzählt. Sie hat mir bestätigt, dass Molly ihr Auto am Samstagvormittag dort abgegeben hat. Der Kühlergrill ihres Autos war der einzige Beweis, den wir hatten, aber der wurde vor 3 Tagen weggeworfen. Uns bleibt nur, sie dazu zu bringen, zu gestehen. Sonst können wir nichts tun. Na, dann tun wir das. Was tun? Sie dazu bringen, dass sie gesteht. Ich meine, wenn ich sie damit konfrontiere, wird sie vielleicht... Oh, nein, nein, nein. Ich möchte nicht, dass du dich dieser Frau näherst. Und mit diesem Ding kannst du das Haus sowieso nicht verlassen. Die Polizei hat dich in 10 Minuten gefunden. Ich war das. Ich hab das getan. Ich kann es nicht glauben. Du bist so bescheuert! Okay, ich schaff das. Ja, ich schaff das. Was soll ich nur tun, um meine Spuren zu verwischen? Du hast geschworen, dass du das für mich tust, du dumme Ziege! Gut, wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier. Okay. Mein Kopf tut weh. Was habe ich bloß falsch gemacht? Halt die Klappe! Hässlich. Hässliches kleines Mädchen. Hässliches kleines Mädchen. Hässlich, 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 hässliches kleines Mädchen. Wir können noch mal Brad fragen, aber wahrscheinlich gibt er uns kein Geld. Ich weiß nicht. Ich halte das für keine gute Idee. Aber ich kann es zumindest versuchen. Na schön, das Ganze kostet eine Menge Geld und das haben wir nun mal nicht. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Wir wissen, dass sie unschuldig ist und wir müssen weiterkämpfen. Es ist ein Moment, in dem man denkt, ich muss doch... Hey! Wir müssen über Ihren guten Freund Gino reden. Sie wissen doch, der Typ, der die Autowerkstatt betreibt. Wieso? Wir haben den Kühlergrill. Nachdem Sie Danny getötet haben, haben Sie ihn doch ersetzt. Die haben ihn nicht verschwinden lassen, wie die gesagt haben. Die haben ihn behalten. Das ist nicht wahr. Gino hat ihn meiner Mom gegeben. Die ist jetzt gerade auf dem Weg zur Polizei. Ich bin sicher, dass der voll mit Beweisen ist. Nein, ganz sicher nicht, denn ich habe nichts getan. Wieso? Haben Sie alles weggewischt? Und haben dann das ganze Blut auf meine Stoßstange geschmiert? Okay, ich höre nicht weiter zu. Du musst jetzt gehen. Sie haben das Blut auf meiner Stoßstange verteilt und dann das Handy in mein Handschuhfach gepackt. Nein, habe ich nicht. Du bist ja verrückt. Du verschwindest jetzt sofort. Wieso haben Sie ihn umgebracht, Molly? Was? Wollte er das Ganze erzählen? Wollte er, dass Sie gefeuert werden? Wenn du den Kühlergrill hast, wieso erzählst du mir das?
versuchst mich dazu zu bringen, zu reden. Was versuchst du da? Willst du mich reinlegen oder sowas? Was ist das? Das versuchst du. Du hast doch tatsächlich versucht, mein Geständnis aufzunehmen? Raus aus meinem Haus! Danny wollte sie nicht mehr. Er hat sie benutzt wie eine Hure. Er hat sie benutzt, um zu kriegen, was er wollte. Aber er hat mir gesagt, was er von ihnen wirklich hält. Er sagte, sie sind eine verrückte alte Frau. Und dass sie ihn anekeln würden. Was dachten Sie denn, wie lange er bei Ihnen bleibt? Sehen Sie sich an. Sie sind bedauernswert. Das ist nicht wahr. Danny wollte mich. Du denkst doch, nur weil du so hübsch und so beliebt bist, wärst du was Besseres als ich. Du denkst, wer will schon was von der armen, hässlichen Molly? Er wollte mit mir zusammen sein. Aber weil du uns in die Quere gekommen bist, sind wir beide kein Paar mehr. Du dumme, selbstsüchtige Kleine. Du hast mir ins Gesicht geschnitten. Oh, jetzt siehst du, wer von uns zu bedauern ist. Das gefällt dir nicht, hä? Weißt du was? Ich glaube es einfach nicht, dass Danny so einen dummen Fehler begehen konnte. Für sowas. Danny hat gekriegt, was er verdient hat. Und jetzt! Oh Gott, Detective! Ich bin so froh, dass sie... Sie ist hier. Nein, hören Sie auf, sie sagt die Wahrheit. Ich habe alles gehört, was Sie über Danny gesagt haben. Also hören Sie auf. Das ist alles Ihre Schuld. Sie hat mich geschnitten. Miss Madsen, ich möchte, dass Sie sich beruhigen, bitte. Was? Beruhigen Sie sich jetzt. Klar? Ist das klar? Ja, klar. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Ist wirklich alles in Ordnung? Damit kannst du doch gar nicht umgehen. Wollen wir wetten? Hey. Schon Gott. Das war knapp. Das ist eine ganz schöne Beule da oben. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Da ist sie. Ja, wir sind auf dem Weg. So wie es aussieht, war das nicht das erste Mal. Sie war an der Ostküste schon mal in sowas verwickelt, aber die Verwaltung hat alles vertuscht. Und sie konnte einfach so hierher nach L.A. ziehen, als wäre nichts passiert? Sie hatte die nötigen Referenzen, das hat gereicht. Wie lange geht sie dafür ins Gefängnis? Totschlag und Angriff auf einen Polizisten, ich würde sagen 20, 25 Jahre. Detective, ich würde Sie gerne was fragen. Ja, sicher. Wieso hat das so lange gedauert? Mein Dad hat mir gesagt, Sie brauchen nur 10 Minuten. Hat mich drauf verlassen. Weißt du was, Jamie, das nächste Mal, wenn du gegen das Gesetz verstößt, dann tu das vor der Rush Hour. Oh. Gehen wir. Das tut echt ganz schön weh. Morgen ist alles wieder gut. Hey, Mom. Hey. Ist Dad noch nicht zu Hause? Nein, aber er hat versprochen, dass er rechtzeitig nach der Arbeit hier ist. Oh, übrigens. Du hast Post gekriegt. Die wirtschaftlich schlechte Lage wollte er nicht kommentieren. Aber wie aus gut informierten Kreisen zu kommen, soll er gerade schon an einer Planarbeit mit hoher Arbeitslosigkeit. Und? Wir sind hoch erfreut, Ihnen einen Platz an der Whittendale-Universität anbieten zu können. Und Sie als neue Studentin begrüßen zu dürfen. Oh, Schatz, ich bin so stolz auf dich. Einen Tag, nachdem Molly Madsen wegen Totschlag zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, befragten wir einige Schüler, wie sie reagieren würden. Hätten sie es mit einer so verführerischen Lehrerin zu tun? Das sagt John Ludlow von der Lytton High School. Sollte sie dieser Miss Madsen auch nur ein bisschen ähnlich sehen, würde ich gerne was mit ihr anfangen. Sehen Sie sie an, sie ist heiß. Wäre sie meine Lehrerin, würde ich niemals schwänzen. Das ist wirklich süß. John. Johnny.